Was ist da denn los, sagt ihr? Ein Cabrio im Winter, ist der bescheuert? Ja klar, bin ich bescheuert. Ne? Und außerdem im Sommer kann es ja jeder. Ne? Und was haben wir für einen? Man sieht da vorne schon was L-Prang in einem Grill. Es ist ein Lexus und nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer LC500 Cabrio. Und es ist ein richtig schickes Cabrio. Schick, schicker am schicksten, oder? Finde ich schon. Eines der schicksten Cabrios, die ich jemals unterm Hinterrad. Ich bin das Ding ja schon gefahren, sonst würde ich jetzt keinen Beitrag machen können. Und einmal ganz kurz, ich weiß, politisch unkorrekt, aber es ist eins der schönsten Oben-Uno-Modelle, die ich jemals gesehen habe. Zu den überzeugenden und vor allen Dingen dann auch politisch korrekten, ich verspreche es, Argumenten komme ich gleich. Erstmal ein bisschen Hintergrund zu diesem Auto. Also, wer erinnert sich noch an 2012? Ah, da war das Reisen noch erlaubt, genauso wie du das wolltest. Und ich bin damals auch im Januar, puff, rübergeflogen in die USA, denn da hat auf mich gewartet die North American International Auto Show 2012. Und auf dieser Messe hat auch was anderes auf mich gewartet. Und zwar der Star, beziehungsweise einer der Stars auf dieser Messe. Und das war das Lexus Concept Car LFLC. Achtung, blende ich mal ein, dann könnt ihr euch das angucken. Das ist quasi der Urahn dieses Fahrzeugs. Und die Japaner haben es richtig ernst gemeint von Lexus und gesagt, nur 7 Jahre später auch in Detroit, schieben wir dann das Cabrio mal auf die Bühne und sagen, guck, da ist es. Und ich muss sagen, dieses Fahrzeug hier, das sieht der Studio schon sehr, sehr ähnlich. Und jetzt steht hier die 2020-Version und die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Bevor es richtig losgeht, hier nochmal schnell der Hinweis oder die Bitte eigentlich eher, abonniert unser Kanal. Helft uns dabei, den Kanal mitzuentwickeln und schön die Bimmelglocke anmachen, damit es bei euch bimmelt, wenn wir neue Sachen machen, denn die machen wir natürlich für euch. Wer sich jetzt schon schockverliebt hat in dieses schöne Auto, der kann natürlich bei carbo.de einfach mal reingehen und anfangen zu konfigurieren, zu vergleichen. Ja, es ist kein Brot- und Butterauto, trotzdem kannst du auch jenseits der 100.000-Euro-Marke bei Carbo ein bisschen dir was rauswühlen. Und Achtung, um die 10.000 Euro kannst du einfach wegsparen, das lohnt sich also auch. Gucken wir dem Onkel hier als allererstes mal ins Gesicht, so wie immer. Und da muss ich sagen, was für eine geile Front. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, da sagte ich, schwierig, ne? Sehr speziell, polarisierend. Aber beim zweiten Mal gucken fand ich das schon geil. Und das ist auch immer noch so. Wir sind hier gerade, oder ich hocke hier gerade an diesen Frontscheinwerfern und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier, wenn man da reinguckt, da sieht man diese Dreidimensionalität, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und auch das Tagfahrlicht, was sich hier so rumzieht, finde ich auch gut. Richtig scharfe Ecken und Kanten hat das Auto. Trotzdem sieht es in der Gesamtheit sehr, sehr schlank und elegant aus und nicht wirklich eckig. Dann muss man auch sagen, so ein bisschen Anleihen hat diese komplette Designgrafik hier vorne vom Thor's Hammer. Ne? Wer kennt's? Genau, Volvo nennt ihre Lichter Thor's Hammer, weil die so eine kleine T-Form haben. So ein bisschen erinnert mich das da dran, obwohl es immer noch eigenständig ist. Hier unten sehen wir auch übrigens gerade die Lufteinlässe. Da kannst du richtig rein mit den dicken Fingern. Ich kann nicht zu tief rein, sonst bleiben die da stecken und ist der Beitrag zu Ende. Was auch Ähnlichkeiten hat, zwar nicht in der Designform, aber in der gewaltigen Größe, das ist hier dieser mächtige Grill. Und da muss man sagen, alle schimpfen immer über BMW. Was machen sie mit den dicken Nieren? Gerade beim X7 sieht das riesengroß aus. Aber hier müsste man sagen, in den Grill passen 3 Nieren von BMW rein. Deswegen ein bisschen unfair. Dann hier schön eingerahmt, auch wieder mit diesen zackigen Kanten von dieser Chromleiste. Die ist natürlich Hartplastik. Auch das hier ist Hartplastik. Ich bin eigentlich kein Fan von glatten Lackgeschichten, Hartplastik und auch nicht von Chromzierleisten. Hier finde ich, passt das aber sehr, sehr gut. Ne? Und wo ich eh gerade hier sitze, beziehungsweise hier, gehe ich mal rüber und mache die Motorhaube auf und dann gucken wir, was hier drunter steckt. Wenn ich ab und zu mal nuschel, dann liegt das nicht daran, dass ich gestern Abend ein Herrengedeck zu viel hatte, sondern ich habe hier ganz, ganz steinharte Lippen, weil es so bitterlich kalt ist. Mir ist eben nämlich aufgefallen, dass ich genuschelt habe. Das bitte ich also zu entschuldigen. Aber erstmal auf hier. Achtung, guck mal. Finde ich auch ganz sexy. Und dann die Motorhaube auf. Wo ist er denn? Da unten ist er. Und dann wollen wir uns mal angucken, was da unter der Haube schlummert. Das hier ist echte Handarbeit. Nicht ich, wie die Motorhaube hier aufmache oder versuche. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er so. Sondern, ähnlich wie man das bei AMG kennt, hat diesen 5 Liter V8 mit 464 PS ein einzelner Mensch zusammengeschraubt. Ich mache mal hier auf, dann kann man besser drunter gucken. Warte, mache ich gleich mit meiner eigenen Kamera. Aber was ist da denn los? Wer hat das Sounddesign denn gemacht? Achtung, wo kommt er her? Hier. Das ist hier 100.000 Euro plus Sounddesign. Also, das ist hier etwas, worauf ich mich gleich richtig freue. Ihr wisst auch warum. Warum? Klar, es ist ein Sauger und zwar einer der letzten seiner Art. Ich glaube, das war grammatikalisch falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Sowas gibt es hier heute nicht mehr so oft. Und da freue ich mich gleich richtig drauf. Den wollen wir gleich mal richtig abfeiern, obwohl müssen wir aufpassen, bei den Witterungsverhältnissen mal gucken, was geht. Aber den Sound, den hören wir auf jeden Fall. Und jetzt noch einmal diesen Sound hier, Achtung.
Kommen wir mal zur nicht nur schön eleganten, sondern auch sportlich dynamischen Seitenlinie, Seitenansicht. Wir gehen mal hierher und dann sagen wir, wow, was ist das denn? 4,78 Meter Länge. Fast hat man das Gefühl, hier steht ein schickes, elegantes Motorboot, was auf dem Comer See irgendwie durch die Gegend fahren könnte. Fahren, ein Schiff fährt auch. So. Und genau das hat man hier auch das Gefühl. Ich gehe mal hier mit meiner kleinen Kamera hin. Achtung, einmal angemacht. Und dann fange ich jetzt mal ein. Diese Sicken und diese Seitenlinie, ne? Guck mal hier, wie dynamisch sich diese Linie hier nach oben durchzieht. Und hier unten hat man auch sowas. Ne? Von hier aus geht das los und endet dann hier auch nochmal in den Lufteinlässen. Wo wir eh schon da sind, guck mal hier, die schicken Alufelgen, Boeing. Hier auch nochmal. Das sind 20 Zoll Puschen, die stehen im Auto richtig gut. Auch das Felgendesign gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommen wir nochmal in diese Höhe, gucken uns das von der Seite an und sagen, wow, die Linie ist auch besonders schick. Weil die Japaner gesagt haben, wir haben den Anspruch, das schönste Cabrio der Welt zu schaffen. Ob das Ding gelungen ist, überlasse ich euch. Ich finde aber so, wie er hier dasteht, mit geschlossenem Dach, ist es eine glatte Eins. Das liegt auch daran, dass die Japaner gesagt haben, wir müssen hier die Mütze ganz besonders aufsetzen, dem Auto. Und da haben sie gesagt, wir ziehen das Verdeck so weit wie möglich nach hinten, damit die Coupéform nicht verloren geht. Und das haben sie hingekriegt. So, kommen wir zum Heck. Müssen wir natürlich auch noch machen. Und das Heck gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich weiß, ich sage das ganz oft bei Autos, aber der Hintern gefällt mir fast immer gut. Und hier sogar besonders. Gerade jetzt, wo das Licht sich ein bisschen verändert hat, sieht man eben auch, was für eine schöne Licht- und Schattengeschichte hier passiert. Ein schönes Spiel ist das. Vorhin sah man es nicht ganz so gut. Und wegen dieses Licht- und Schattenspiels sieht man auch hier diese X-Form. Ne? Letztendlich wird das aufgenommen von dem, was wir vorne im Grill gesehen haben. Exakt die gleiche Form und gerade mit diesem Licht sieht man es richtig, richtig gut. Was man auch ganz gut sieht, weil hier das Licht an ist, ist diese auch wieder Dreidimensionalität in den Lichtern. Wenn man da reinguckt, das geht immer weiter rein. Ich mache schon mal eine kleine Kamera, bereite ich schon mal vor, dann zeige ich das mal. Achtung. So. Und guck da mal rein. Ne? Da ist richtig Dimension reingearbeitet. Und was man auch sieht hier, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, dann sieht man auch wieder diese T-Form. Ne? Da oben ist gerade ein Helikopter, lasst euch dadurch nicht stören. Auch wieder diese T-Form, also erinnert mich einfach an Thor's Hammer. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sehen wir da unten was? Aha, den kleinen angedeuteten leichten Diffusor und dahinter sehen wir, oder nicht dahinter, sondern hier eingearbeitet, sehen wir dann diese Rahmen. Das sind keine Auspuffrohre, sondern die Auspuffrohre. Achtung, die sitzen dahinter, guck mal hier. Ne? Aber zumindest muss man sagen, es sind echte Pipes, die dahinter stecken. Und ich finde, hier sieht das optisch ganz gut aus. Normalerweise natürlich kein Freund von Fake-Auspuffblenden. Hier sind es natürlich Blenden, die die richtigen Pipes verstecken. Also darfst du machen. Und wo wir hinten schon mal hier sind, können wir eigentlich schon mal den ersten Soundcheck machen. Ne? Ich renne mal los. So. Das hört sich schon gut an, ne? Aber jeder weiß, nicht übertreiben, denn der Motor ist ja noch kalt, aber für so einen ersten Check schon mal richtig geil. Und jetzt geht's rein in die Höhle. Ne? Da habe ich euch direkt ins Gesicht gelogen, denn es geht noch nicht rein, es geht erstmal hier hinten rein. Ne? Der Kofferraum, wie geht er auf? Ne? Normalerweise sagst du hier oder du sagst hier oder du sagst, wo ist er denn bloß? Ne? Ich habe auch lange gesucht und dann habe ich gesagt, aha, ich hätte natürlich auch nachlesen können, wo er ist, aber ich wollte es selber rausfinden. Und dann machen wir auf und dann sehen wir, was da für ein Müll drin liegt. Nämlich einmal hier zum Saubermachen und meine kleine Arbeitstasche. Ne? Und viel mehr passt auch gar nicht rein. Guck mal hier einmal hin. So. Und dann sagst du, was passt denn da rein? Es sind 149 Liter. Viel ist das nicht. Ein Turnbeutel kannst du da verschwitzen reinschmeißen. Und den kannst du dann hier, guck mal, arretieren. Ne? Das haben sie zumindest gemacht, weil wenn du schnell fährst, dann willst du sowas machen. Und jetzt gehen wir wirklich ins Auto. Puff, und schon sitzen wir drin. Und jetzt will ich mal das Verdeck öffnen. Und das dauert exakt 15 Sekunden. Und ich werde jetzt mal was ganz Besonderes tun. Ich halte einfach mal den Sabbel und dann könnt ihr genießen, wie dieses herrliche Dach sich aufschält. Ne? Obwohl, eigentlich will ich nicht den Mund halten, denn ich kann eine hervorragende Geschichte erzählen zu solch einem Verdeck. Achtung, seinerzeit war ich beim Wörthersee-Treffen, GTI-Treffen eingeladen und habe da das Golf Cabrio GTI Tja, das ist zu schnell unten für meine Geschichte.
Aber ich erzähle es euch einfach trotzdem. Ja, ich war beim Wörthersee-Treffen, GTI-Wörthersee-Treffen, beim Golf 7. Als das GTI, der GTI Golf das erste Mal als Cabrio kam und da war ich eingeladen und dann wollte ich quasi einen kleinen Trick machen und an einem kleinen See stehen, einen ganz, ganz kleinen Tümpel eigentlich eher, das Cabrio noch geschlossen haben und sagen, ah, hier, guck mal, Wörthersee. Und dann bin ich zum Wörthersee gefahren und wollte das Verdeck öffnen und meine Moderation weitermachen, sodass man sagt, ah, hier, toller Bildtrick. Ne? Der Trick aber an der Sache war, dass ich direkt am Eingang des Wörthersees stand, bevor das Cabrio da überhaupt offiziell gezeigt wurde. Und weil ich mich versprochen habe bei der Moderation, musste ich zwei, dreimal öffnen und dann passierte das hier, ach, ich sagte, ah, versprochen, mache ich das Cabrio-Dach zu und dann blieb es quasi, Achtung, in dieser Stellung stehen, notaus, ne, das musst du mal drüber nachdenken, und ich stehe direkt am Eingang für des Wörthersee-Treffens. Und ich sagte, um Gottes Willen, das mache ich bloß, notaus, nichts funktionierte mehr. Und dann haben die von VW gesagt, bist du denn bescheuert, was hast du da gemacht? 50.000 Mal testen wir das auf und zu, das kann doch gar nicht sein. Dieses hier wird sogar 80.000 Mal getestet. Und ich sagte, ja, was soll ich bloß machen? Was ich gemacht habe, ist weglaufen, denn es nahte Piech und Winterkorn, die sind dran vorbeigelaufen, haben kurz geguckt, und ich habe mich versteckt. Ne? Das ist meine Geschichte zu diesem Verdeck. Ich mache das Verdeck jetzt aber wieder zurück hier, denn erstmal wollen wir jetzt den Innenraum besprechen, leichter zum Arbeiten und der arme Kamera muss sich alleine frieren. Boing, schon ist wieder zu. So, das allererste, was hier natürlich auffällt, ist dieses herrliche Leder, was einem quasi ins Auge springt. Und so ein bisschen erinnert das auch wieder an so ein schickes Motorboot, an so eine Yacht. Genau wie von außen eben die Linie so daran erinnert, ist das hier drinnen auch so. Und der Luxus springt einen richtig ins Gesicht. Erwartest du aber auch, wenn du halt eine sechsstellige Summe für ein Auto hinlegst. Jetzt kommen wir mal so auf die Details. Als allererstes mal so Ablagefächer. Dazu hole ich aus dem Ablagefach auch gleich mal wieder meine kleine Kamera raus. Das hier, guck mal, diese Mittelkonsole kannst du zurückschieben. Dann hast du hier erstmal so eine zwei ja, Art Cupholder, so eine Unterteilung zumindest. Und wenn du weiter zurückschiebst, passiert gar nichts. Was hier passiert, ist, wenn du hier unten, so ein kleines Knöpfchen, wenn du das drückst, dann klappst du das nach da auf und da habe ich dann meine kleine Kamera drin, um euch jetzt mehr zu zeigen. Diese Funktion übrigens, die finde ich sehr schwierig. Das ist halt nichts, was ich besonders gut finde, denn wenn du überlegst, du fährst und dann sagst du, so nach vorne schieben und sagst, jetzt will ich das aufmachen hier, das funktioniert ganz gut und jetzt musst du beim Fahren quasi so machen. Und jetzt überleg mal, was das für den Beifahrer heißt. Aber jetzt erstmal kurz, was sehen wir denn hier drinne? Guck mal, hier haben wir einmal 12 Volt und zweimal USB und sogar Kopfhöreranschluss. Wofür soll der denn gut sein? Aber hier hast du halt eben deine zwei USB-Anschlüsse, klassische, keine USB-C. Und dann, wie gesagt, dieses fingerige Mittelkonsölchen, zumindest das Aufmachen. Hier ist auch der kleine Knopf dazu. Guck mal. Damit geht er auf. Dann schiebst du es wieder zu. Und dann sagst du, wo hat der Onkel eigentlich vorhin das Verdeck mit aufgemacht? Hier hinter. Und das auch wieder. Du musst den runterdrücken, damit du dahinter kannst, oder das ist schon zurückgeschoben. Und dann kannst du dahinter und dann klappst du das auf. So ein bisschen James Bond-mäßig, ne? Wie so ein Agent. Hast du hier so, normalerweise will ich hier so einen Schleudersitz haben oder was. Ne? Fühlt sich auch fast so ein bisschen an, als ob du in einem Agentenauto bist. Und hier hast du dann dein Knöpflein. Ich ziehe nochmal kurz an. Hups, guck mal, da gehen erstmal die Fenster hoch. Und dann wird jetzt auch das Verdeck weiter nach oben gehen, wieder zurück. Und hier neben hast du auch nochmal einen kleinen Knopf, wo du dann die Fenster quasi steuern kannst. Alle vier gleichzeitig. Das finde ich irgendwie ganz witzig gemacht. Das Rankommen nicht, aber grundsätzlich diese Agentenposition finde ich ganz gut. Dann haben wir an Ablagefächern hier vorne noch eins. Da stellt Lexus immer oder auch Toyota immer ganz nett solche Hand-Sentinizer rein. Ne? Wenn ich jetzt draufdrücken würde, würde der Digister auf das schöne Leder gehen, mache ich nicht. Und hier sieht man auch nochmal einen Cupholder und was ich auch ganz nett finde überhaupt, den kannst du auch wieder zuklappen und dann sieht das alles ganz schön hübsch, säuberlich aufgeräumt auf. Ich stelle es mal zurück. Und aufgeräumt ist dann auch schon das Stichwort, das ganze Auto hier. Ich schwenke mal hier so durch. Wow, weil sie schwenke ich durch, das macht er doch schon hier. Ne? Sieht halt sehr, sehr elegant und aufgeräumt aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich bin ein Freund von aufgeräumten Cockpits. Wenn man dann aber in die Tiefe geht, ne,
dann ist es ein bisschen... Oha, Verkehrsmeldung, ne? Oha, oha, so, abbrechen. Also, finde ich ja sehr, sehr gut, wenn es aufgeräumt ist. Und ich bin ja ein Fan, wie ich schon immer gesagt habe, von Knöpfen. Hier haben wir Knöpfe für den Fahrmodi, hier irgendwie Tune, ne, Media, alles hast du da. Du hast vor allen Dingen noch einen richtig schönen Regler. Achso, vielleicht soll ich es auch aufnehmen. Hast du noch einen richtig schönen Regler. Das ist hier alles Metall, schön gefräst, ne? Das ist hier nicht irgendwie Hartplastik oder sowas in Optik, sondern das ist hier alles Metall. Da hast du eben auch noch einen Powerknopf, da hast du Volume. So will ich das haben. Das heißt, wenn ich dann fahre, dann kann ich nämlich schön sagen, hier kommt ein bisschen lauter, ein bisschen leiser und muss nicht in so einem Touch-Ding rumwühlen. Touch ist auch schon das Stichwort. Dieser Monitor hier ist nicht Touch, da ist nämlich eine Scheibe vor und deswegen kannst du auch nirgendwo drauf rumtouchen und er hätte auch die Funktion gar nicht. Ne? Was ich daneben sehr, sehr schön finde, guck mal hier, eine richtig schöne mechanische Uhr mit Carbon hinterlegt oder Carbon-Optik, hier auch nochmal Carbon-Optik und dieses ganze, diese ganze Konsole hier, ne, mit dem Leder und dann mit dieser dunklen Konsole, das verleiht dem Auto von innen auch nochmal so eine Breite, das zieht sich hier schön durch. Ne? Das finde ich also sehr gut gelöst. Ablagefächer haben wir noch gar nicht ganz zu Ende gemacht, denn wir haben hier in der Seite der Tür haben wir auch noch mal eine Ablage, da haben wir sie, da kannst du was reinwerfen und wir haben Ablage auch vergessen, hier das Handschuhfach. Ne? Wir werden es wohl alle wissen, das wird winzig klein sein, aber hier auch ganz, ganz schick, auch wieder so ein Knöpflein, auch das hier ist alles schön Metall, ne? Das ist nichts irgendwie hartplastikmäßig und da ist so ein Knopf und dann wow, öffnet sich das Fach. Das Fach selber ist winzig klein, ne? Passt da gerade mal hier so eine Depesche passt da rein, aber das ist bei Ablagefächern und bei Kofferraumvolumen bei so einem Auto natürlich auch ja, fast Standard, dass es so klein ist. Ne? Naturgemäß ist es. Dann kommen wir mal zu den ganzen Materialien hier. Habe ich eben schon erwähnt, alles sehr, sehr wertig, braucht man nicht drüber sprechen und das muss auch so sein. Hier haben wir Alcantara. Ne? Fässt sich immer gut an, finde ich. Und dann haben wir hier ganz klassisches Leder, alles schön weich. Und hier die Ziernähte, Ziernähte in der gleichen Farbe. Kannst natürlich auch andere Optikpakete haben. Ich fand hier das helle Braun, finde ich irgendwie wirklich, wirklich schön. Und dann auch, wenn wir hier bei den Sitzen sind, ne, auch hier wirklich schön schmeichelndes Leder. Perforiert natürlich, damit du schön atmen kannst im Rücken. Und atmen ist dann auch das Stichwort. Guck mal, hier haben wir Lüftungsdüsen. Das heißt, dass du bei der Fahrt dir einen schön warmen Nacken irgendwie machen kannst. Jetzt gehen wir mit dem Finger kurz weg, dann kann man es sehen. Und das finde ich auch gut gelöst. Dann haben wir hier das Multifunktionslenkrad. Das finde ich auch okay. Ne? Ist jetzt irgendwie, guck mal, ich mache mal hier so ein Bild, kannst du gucken. Finde ich okay. Ne? Das ist jetzt nichts, was mich richtig aus dem Puschen holt, aber dem Auto angemessen. Hier hast du deine Schaltwippen und auch hier die Schaltwippen, das ist hier echtes Metall. Ne? Das ist hier nicht irgendwie ein Plastik. Auch also sehr, sehr gut. Was gibt es noch zu sagen zu dem Auto? Kommen wir mal zu dem, was ich nicht ganz so dolle finde in diesem Fahrzeug. Und das ist die Bedienung dieser ganzen Geschichte hier. Wir haben hier, sehen wir, so ein Touchfeld. Und dieses Touchfeld, das ist dann letztendlich die komplette Bedienung. Du hast zwar noch einen Knopf, wo du Menü machst und jetzt geht's los. Ne? Sagen wir mal, wir wollen die Heizung heißer machen, ne? Oder kälter, wie auch immer. Dann hast du zwar hier Knöpfe und sagst hier grundsätzlich mal hoch und runter die Temperatur. Wenn du jetzt aber richtig rein willst in das Menü und sagst, mach mal die Sitzheizung an, dann geht's los. Du hast dieses Touchfeld und das hat auch so eine kleine, wie heißt das gleich, wenn man so im Finger quasi einen kleinen Druck spürt? Keine Ahnung, jetzt wisst ihr, was ich meine. Das heißt, wenn ich hier rübergehe, dann habe ich ja so einen Widerstand oder so eine Rückmeldung in dem Finger. Das fühlt sich witzig an, aber ist auch ein bisschen irritierend. Und dann hat man auch den Sound dazu noch. Und jetzt kommt's. Das ist alles ein bisschen fingrig. Ich weiß nicht, ob ich das so, kann ich das, glaube ich, einfangen ohne Spiegelung. So, und jetzt gehe ich hier mit dem Finger drüber und dann muss ich quasi, und ich habe keine andere Wahl, muss ich hier in Klimaanlage gehen. Da drücke ich drauf. Dann gehe ich hier drüber auf Sitze und Lenkung. Dann gehe ich auf Sitz und dann muss ich hier wieder rüber und das ist ganz schnell, dass man daran vorbei ist, da wo man eigentlich hin will und sag, Sitzlüftung könnte ich hier machen und hier Sitzheizung und dann muss ich hoch oder runter schieben. Die Grafik, finde ich, ist ganz nett gelöst, ist schick, aber stell dir das mal vor während der Fahrt. Ich sag mal, da brauchst du ein halbes Leben, bis du das alles intuitiv machst beim Fahren. So ist das echt ein bisschen fingrig, finde ich nicht gut. Und da auch wieder, wo ist mein Knopf? Die haben ja so viele Knöpfe, da hätten sie das Ding doch auch weglassen können und einen richtigen Knopf hinbauen können. Ich finde, das sieht schick aus, aber von der Bedienbarkeit her schwierig. Dann kommen wir mal zurück zu dem Multifunktionslenkrad. Wie gesagt, ein Multifunktionslenkrad. Und da hätte ich mir eine Funktion mehr gewünscht, nämlich hier irgendwo die Fahrmodi wechseln zu können. Dafür muss ich, Achtung, hier hin.
Ne? Guck mal da, dieses kleine Knöppeli, direkt neben der Armaturentafel. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt mal, ich sitze jetzt natürlich ein bisschen bescheuert, damit man was sehen kann. Wenn ich mich jetzt hier richtig hinsetzen würde, würde ich ja so sitzen. Und dann fahre ich und dann will ich die Fahrmodi wechseln. Und dann muss ich aber hier hingreifen. Das ist nicht gut gelöst. Warum? Was soll das? Ne? Wieso ist das nicht hier im Multifunktionstester drin? Oder zumindest hier, dass ich sagen kann, aha, hier, Fahrmodi wechseln. Ich muss immer hier ran. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Was dann aber wieder ganz nett ist, guck mal hier, ich mache mal hier kurz das Kombi-Instrument. Und wenn ich die Fahrmodi dann wechsle, dann wird das hier optisch schön unterlegt. Ja? Und was auch nett ist, ich habe hier ein richtiges Rundinstrument. Das ist eine Kombination aus digitalem Mäusekino und aber auch hier, man sieht es, so ein schönes mechanisches Ring ist da. Ne? Mechanisch ist es ja gar nicht, es ist digital, aber man hat hier nochmal so einen Ring, was die Mechanik vermittelt. Und das finde ich natürlich wieder ganz gut, weil ich ein Freund der mechanischen Rundinstrumente bin oder Kombi-Instrumente bin in diesen Armaturentafeln. Das finde ich also, ja, wie finde ich das denn jetzt? Also ist ja halbe, ne? Ich finde es aber gut gelöst. Das hier allerdings, das stinkt ein bisschen. Ne? Guck mal, und hier ist dann der herrliche Startknopf. Und den will ich eigentlich jetzt sofort drücken und losfahren. Aber ich muss noch eine schöne Strafarbeit machen. Denn wir wollen natürlich auch noch wissen, wie sitze ich das denn da hinten? Denn letztendlich heißt es ja 2+2 Sitze. Also muss man da hinten ja theoretisch sitzen können. Und das mit meinem dicken Volumen. Aber wir probieren es mal aus. So, dann geht's hier los, die heiße Reise auf dem Rücksitz. Ich mache mal hier auf und ich ziehe natürlich auch ganz brav erstmal, weil es wird sonst dreckig, meine Stiefelchen aus. So! Ach guck mal, da kann mich gleich draufstellen, ne? Dann wird es nicht so dreckig. Und diesen hier. So, komm raus hier da! So. Und jetzt, dass es ja nicht dreckig wird, das Auto, gibt's schön Ausschimpfe. Muss ich halt dies hier erstmal lösen. Ne? Zack, dann weg damit, nach vorne mit der Mühle. Dann fährt er von automatisch, quasi von Zaubern nach vorne. Und deswegen habe ich jetzt schön die Strumpfsocken an hier, um mich hier hinten reinzusetzen. Damit ja nichts dreckig wird und wenn ich nachher die Füße irgendwo anders hinpacken muss. Alter Verwalter, das ist ja so schon scheiße. Und... So, da fliegt dir doch eine Taube oder ein Bus hat mitten ins Gesicht oder was, wenn du hier hinten sitzt, offen. Kannst du zu überhaupt hier sitzen? Erstmal grundsätzlich. Achtung, ich fahre den jetzt zurück. Ich kann den gar nicht zurück, weil er jetzt schon in die Knie anschlägt. Ne? So. Oh, jetzt kommt er schon. Achtung, ich komme weiter nicht mehr raus. Ah. Guck mal, der Kollege Matt hat das auch gemacht, der hat aber nicht so dicke Schenkel wie ich. Und deswegen kann der Sitz überhaupt gar nicht zurückfahren. Deswegen habe ich die Socken ausgezogen, die Schuhe ausgezogen. Jetzt fährt er zurück. Ist er schon zurück? Ist er etwa schon zurück? Dann passt es ja doch. Ich probiere es nochmal aus. Vielleicht ist er in Not ausgegangen wegen mir. Nee, der ist zurück. Guck mal, so schlimm ist doch gar nicht. Warte. Und der ist auf meine Größe eingestellt vorne, ne? Achtung. Ja, was ist denn los? Also hier ein 1A2+2 Sitzer oder was? Ja, was meinst du, was du halt alles für Fliegen auch aufisst auf so einer Fahrt? Ne? Weil du sitzt hier einfach extrem hoch. Und da ist auch schon das Stichwort, jetzt probieren wir mal aus, wie das ist, wenn ich das Verdeck noch schließe. Achso, Achtung, der Arm, ne? Wenn das nichts wird, dann schneide ich den Aua! So, dann starten wir ihn mal. Und Achtung. Keine Angst, Freunde. Wir haben den Wagen ja schon gefahren. Wir sind schon ein bisschen hin und her. Der Motor ist warm. Ich vergewaltige diesen Bruder hier also nicht. Also wollen wir mal den ersten Gang einlegen. Und dann geht es langsam los hier. Ne? So, und der herrliche Sound, der kam aus was für einem Motor? Wir haben es vorhin schon gehört. Dieser Motor hier unter der Haube, der hat 464 PS. Puff, macht das da unglaublich. Und hat auch 530 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das liegt bei
bei 4800 Umdrehungen voll an. Genauso brauchst du das. Und dieser Wagen, der schießt in 5 Sekunden von 0 auf 100. Wir können ja, habe ich vorhin schon gesagt, hier auf den vereisten Straßen bei minus 5 Grad nicht wirklich die Leistung abrufen. Ich bin den Wagen aber schon gefahren. Und zwar seinerzeit an der Mosel bei der Fahrveranstaltung, als der Lexus LC 500 als Cabriolet komplett neu der Presse vorgestellt wurde. Da ging es richtig schön durch Serpentinen und da merkst du richtig, wie toll der Wagen in den Kurven liegt. Das macht richtig Laune. Der Lastwechsel, all das, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Was wollte ich noch sagen? Ich habe doch irgendwas vergessen bei den Leistungsdaten. Genau, ich habe vergessen, V-Max. V-Max ist bei diesem Fahrzeug 270. Ja? Man merkt aber, der Motor könnte noch mehr, wenn er wollte und wenn er dürfte. Nicht, wenn er wollte, wenn er dürfte. Und da sagt man, schade, aber dann muss man auch wieder sagen, normalerweise sind die Autos ja meistens bei 250 abgehielt. Der hier hat nochmal 20 mehr, kann sich also nicht beschweren drüber. Ne, wenn ihr jetzt sagt, was ist da eigentlich für ein schummriges Licht hier bei dem Onkel im Auto, das liegt natürlich daran, weil wir gegen das Licht kämpfen, wie im Winter. Und deswegen ist ein bisschen, ich sag mal, ein Ambientelicht haben wir hier reingearbeitet. Was auch richtig Laune macht, ist, wenn du hier so reintrittst und vor allen Dingen, was ich eben gerade sagte, diese Lastwechsel und sowas auf den Serpentinen, vor allen Dingen aber auch die Beschleunigung. Man merkt mit diesem Motor das Gewicht des Autos eigentlich so gut wie gar nicht. Und wir reden hier immer noch über rund 2,5 Tonnen. Das muss ich mal reinziehen bei einem Cabrio. 2,5 Tonnen. Und es sind aber, wenn man genau ist, nur rund 2,5 Tonnen. Es sind ganz genau, Achtung, 2480 oder sind 70? Ich glaube, es sind 80, aber wenn ich das falsch mache, dann kommentiert ihr das einfach unten schön hier unter dem Video rein und schimpft schön mit mir. Und schon habe ich wieder die Gelegenheit, mich einen Tick zu verbessern das nächste Mal für euch. Was du natürlich auch wissen willst bei so einem Motor, bei so einem Geschoss, was verbraucht er hier, ne? Der kleine Lexus? Und das kann ich euch genau sagen, denn Lexus gibt dieses Fahrzeug an mit einem kombinierten Verbrauch von gerade mal 12,6 Litern Super. Und da sage ich, was für ein Wahnsinn, unmöglich. Genau das habe ich gesagt, als ich das Auto entgegengenommen habe und habe gesagt, mindestens 15 Liter werden da auf der Uhr stehen. Es ist gar nicht möglich, so eine Rakete unter die 12,6 oder 12,6 überhaupt in die Nähe zu kommen. Aber mitnichten, Freunde, ich war selbst schockiert. Ich habe den Wagen sehr, sehr moderat gefahren, weil ich wissen wollte, was geht eigentlich. Und es ging 12,6 und es ging sogar noch weniger, 12,1. Das habe ich auf der Uhr stehen gehabt. Glaubt ihr nicht? Achtung, jetzt kommt das Beweisfoto, habe ich extra für euch gemacht. Leider Gottes bei der Fahrt, aber ich habe mich zumindest an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Und jetzt haben wir gerade 12,7 auf der Uhr, ist also ein bisschen hochgegangen, aber trotzdem immer noch 0,1 nur über der Werksangabe. Also das hätte ich nicht gedacht, als ich das Auto das erste Mal gesehen habe. Aber letztendlich, selbst wenn du 15 Liter oder mehr durchjagst, dann sagst du eigentlich, bei so einem Auto, bei so einem geilen Sauger, ist doch vollkommen egal. Ne? Und wer sich ein Auto über 100.000 Euro leistet, der wird auch an der Tankstelle nicht unbedingt einen Igel in der Tasche haben. Fahrmodi hast du hier drin, Sport, Sport Plus, Normal, Custom, also individual zum Einstellen und dann hast du auch noch Komfort und Eco. Und jetzt muss ich mit diesen ganzen Fahrmodi mal sagen, diese Spreizung, die bekommt er gut hin. Also das ist wirklich super gemacht, will ich aber auch bei so einem Auto. Ne? Wenn ich halt so viel Kohle auf den Tisch lege, dann muss er eben auch extrem komfortabel sein und mich schön auch schnell von A nach B bringen. Und das auch mit ein bisschen Laune im Porsche. Jetzt muss man aber auch wieder sagen, hatte ich vorhin schon stehend gesagt, die Fahrmodi, die wechsle ich wo? Genau hier. Und ich will eigentlich nicht immer dahin greifen müssen. Es ist zwar nur ein kleiner Weg, aber letztendlich hätte ich mir das entweder am Lenkrad gewünscht oder, ja, ob das jetzt ein großer Unterschied ist, wenn das hier ist mit den Fahrmodi oder da. Hier ist es irgendwie angenehmer. Ja, eigentlich muss es ins Lenkrad rein. Tja, und dann sind wir auch schon wieder bei meinem Lieblingsthema ist ja Schwachsinn, aber Unlieblingsthema gibt es ja auch nicht. Bei meinem Lieblingsthema, wenn es um den Punkt geht, etwas zu bemängeln. Und da bin ich wieder bei der Bedienung. Ne? Zum einen habe ich ja, wir haben es kalt, mir die Sitzheizung angemacht. Ich habe mir die Lenkradheizung angemacht. Und das muss ich leider Gottes hier über dieses Menü tun. Und ich habe ja hier schon mal vorhin im Stehen erzählt, wie das funktioniert. Und jetzt guck mal, jetzt muss ich hier das alles während der Fahrt drauf guckend einstellen. Und das ist halt eine sehr, sehr empfindliche Bedienung.
sodass ich auch immer wieder dran vorbei husche. Und das hätte ich mir anders gewünscht. Jetzt, wo wir eh schon hier drin sind und ich jetzt, guck mal, ich fahre gerade mal 50, hier ist niemand auf der Straße, seht ihr in der Kamera. Jetzt gehe ich auch noch mal in die Kopfstütze und lass mir quasi hier in den Nacken was reinpusten, ne? Und habe ich hier hinten, hier sieht man das vielleicht, hier sieht man nicht, weil ich hier vorne keine Kamera habe, aber hier hinten habe ich dann halt eine Lüftung, die jetzt eigentlich nur gegen meinen Schal geht und da wird es auch nochmal schön warm und das willst du in so einem Cabrio haben. Und es gibt sogar einen, Achtung, Concierge, ne? Da kannst du dir all deine Dinge individual einstellen und dann merkt sich dieser Lexus das, was du eingestellt hast und dann macht das von alleine, ne? Es ist ein reiner Klimabutler, mal sagen, ne? Und wie gesagt, die Bedienung grundsätzlich, auch wenn es hier den Klimabutler gibt, ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wie gesagt, das Ding hier musst du hingreifen und du musst auch woanders hingreifen, ne? Denn wenn ich zum Beispiel mir ein schönes Lied angemacht habe, wo ich sage, ha, damit möchte ich reisen, dann sage ich mal, mache ich lauter. Und dann muss ich mit der Hand hier runter und in dem Multifunktionslenkrad hier laut und leise drehen. Und dann würde ich mir doch auch wünschen, dass ich hier den Track wechseln kann. Aber nein, du musst wieder mit der Hand hoch und mit der Hand runter und kannst da den Track wechseln. Und eigentlich könntest du nur so fahren, wenn du beides gleichzeitig machen willst. Macht man zwar nicht oft, aber ist ein kleines Beispiel halt. Du kannst natürlich aber auch hier über einen herrlichen Drehregler Lautstärke an, aus machen und auch laut und leise. Und das finde ich wiederum ganz gut. Und wo wir eh schon bei gut sind, geht es weiter mit gut. Was haben wir hier nämlich noch? Guck mal, hier ist der Schaltknüppel und da drunter steckt die komplette Gangschaltung, eine 10-Gang-Automatik. Diese Automatik ist super. Die 10 Gänge werden sauber durchsortiert, die sind schnell, präzise und immer dann, wenn du sie brauchst, da, wo du sie haben willst. Genauso stelle ich mir das vor. Optional kannst du über die Schaltwippen gehen. Hier fühlt sich auch gut an, vor allen Dingen eiskalt die Dinger. Ich habe mir die Lenkrad halt so wie gesagt angemacht und wenn ich jetzt hier hinfasse, sind die scheiße kalt. Sollst du nicht sagen, scheiße kalt, also schneide ich das. Nö, komm, schneide ich nicht raus, lasse ich drin. Ne? Also sie sind extrem kalt, weil natürlich hier herrlich, dass hier extra mal schön Metall ist und kein Hartplastik. Deswegen nehme ich diese Kälte gerne hin. Was auch super ist, ist die Lenkung. Die Lenkung ist präzise. Die ist direkt, die gibt eine schöne Rückmeldung und du kannst das Auto wunderbar führen. Das funktioniert für mich auch super. Auch das Fahrwerk, gibt es nicht viel zu sagen, es gibt eigentlich nichts zu meckern zum Fahrwerk. Es schafft die Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit, ist schön bretthart, wenn du durch die Kurven gehst. Und das Fahrwerk ist halt wirklich gut gemacht. Was haben sie noch gut gemacht? Die Steifigkeit. Klar ist das Coupé natürlich steifer und das merkt man auch ein bisschen im Gegensatz zum Cabriolet. Aber hier mit Stoffmütze ist nicht immer einfach, die Steifigkeit dann richtig hinzubekommen. Haben die Japaner schön dran gebastelt und sauber hinbekommen. Weil, warum? Weil sie halt wirklich viel Zeit auf der Rennstrecke mit diesem Auto verbracht haben und das merkt man wirklich hier auch im Porsche. Bevor wir zum Fazit kommen, kommen wir schnell zu, wie sagt man im Neudeutsch so schön, zu meinem Likes und Dislikes. Absolutes Highlight für mich natürlich der V8-Sauger. Die Tatsache allein, dass es ja vielleicht der letzte seiner Art ist und dass du sowas überhaupt noch heutzutage auf den Markt schiebst. Und dann natürlich der absolut mörderische Sound. Die Kombination des Motors mit dem Sound ist einfach für mich ein absolutes Highlight. Ich kann den Sound ja nochmal anschmeißen. Achtung. So, da haben wir. Auch die Sitze für mich ein absoluter Hammer. Nicht nur die Optik und die Haptik, sondern vor allen Dingen auch die Funktionalität. Die bieten einen riesigen Komfort, hätte ich so gar nicht gedacht. Und dann bieten sie aber auch noch genügend Seitenhalt, wenn du sportlich, und das willst du bei dem Auto auch mal drauf trittst. Und das gilt, wir haben es ja vorhin gesehen, eigentlich sogar für alle vier. Und dann grundsätzlich dieses Konzept dieses Fahrzeugs mit dem Motor, das Design, diese Individualität. So ein Auto wirst du auf der Straße genauso oft sehen wie eine Sonnenfinsternis. Und genau deswegen finde ich das gut. Das ist was für Individualisten. Grundsätzlich die Funktionalität im Innenraum. Ne? Man muss mal überlegen. Ich hatte vorhin schon ein paar Sachen gezeigt, wie zum Beispiel die Fahrmodi wechseln oder irgendwie die Konsole hochklappen in der Mitte. Ach, das ist schwierig. Oder dann auch eben die Temperaturwechsel und die ganze Bedienbarkeit. Das ist gefühlt nicht richtig durchdacht. Aber dann sagt man wieder, der Japaner an sich, der steht doch dafür, dass er bis ins Detail alles durchdenkt. Da fragt man sich eigentlich, wer sich dafür in so ein Samurai-Messer stürzen musste für die Sache. Ne? Guck mal, diese Geschichte hier, das ist auch etwas, was mir überhaupt nicht gut gefällt. Du musst halt, wenn du irgendwo mal ran willst, musst du hier hinten einmal so machen. Ne? Dann kannst du mal hier hinten kurz die Sitze umklappen und dann ist er ja raus. Und dann vergisst man auch ab und zu, den wieder genau hier rein zu tun. So. Und wenn der nicht da drin ist, ne,
ich zeige das mal kurz, dann sitze ich quasi so und dann komme ich da überhaupt gar nicht richtig ran. Ne? Ich meine, wir reden über ein Auto, was über 100.000 Euro kostet und da will ich doch hier so einen Geber haben. Ne? Es ist doch ein ständiges Geben und Nehmen. Ne? Und wir, oder besser gesagt andersrum, Lexus nimmt unser Geld und dafür können sie uns doch hier mindestens mal den Gurt geben. Ne? Das, finde ich, lösen andere Hersteller besser. Wieso haben sie das nicht abgeguckt? Hier. Diese Auspuffblenden, habe ich vorhin gesagt, die funktionieren für mich. Funktionieren heißt aber nicht, dass sie mir auch gefallen müssen. Sie funktionieren halt. Weil was mir gefallen hätte, ist, wenn diese zwei Ofenrohre hier und die anderen beiden da hinten komplett zu Ende geschmiedet worden wären. Ne? So in Japan hast du doch so einen Hattori Hanzi. Ne? Da hat er der Hattori Hanzi das nicht zu Ende geschmiedet. Ne? Den hätten sie doch mal einbestellen können. Und dann hättest du hier das schön komplett, diese Ofenrohre in dieses Ding enden lassen können. Der war richtig schlecht, aber wir nehmen ihn trotzdem. Hanso, der Tobi Hanso. Ja, was habe ich gesagt? Hansi. Der Hansi Hinterseher, der hätte das mal machen können. Hattori Hanso. Kommen wir zu meiner Einschätzung zu dem herrlichen Lexus LC 500 Cabrio. Ich finde das Auto gut. Und warum? Weil wenn man sich vorstellen kann, das Auto täglich zur Arbeit zu fahren, dann hat man eben täglich auch diesen wunderbaren, knalligen, aggressiven V8 Saugersound. Jeden Tag in den Ohren. Hm, herrlich. Und dann bist du damit auch noch extrem individuell unterwegs. Jetzt musst du natürlich sagen, was musst du dafür hinlegen? Und jetzt kommt's, Achtung, aua, 117.950 Euro und das ist der Basispreis. Natürlich geht noch viel, viel mehr. Dafür einfach bei carbau.de mal reingucken und dann wegkonfigurieren und auch vergleichen. Und vergleichen kannst du dieses Fahrzeug zum Beispiel mit dem 911 Cabrio. Dafür zahlst du aber schon 120.000. Oder mit dem S500 Cabrio, dafür zahlst du 139.051 Euro. Und wenn du einen Schnapper haben willst, dann nimmst du das 8er Cabrio, zahlst du nur 105.000 Euro in der Basis. Ja, genau. Und ob ihr das haben wollt oder nicht, überlasse ich euch wieder selbst. Ihr habt genug von mir gehört.